alle Farben. Hallo Franz, willkommen. Hallo. Ich habe da mal eine Frage, Franz. Vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen hast du mal mitten in der Nacht auf meinem Instagram-Account dieses Foto hier geliked, tatsächlich. Mhm. Erinnerst du dich? Wie lange stalkst du mich schon genau? ich gehe bestimmte Hashtags durch und like die, wenn mir langweilig ist. Ich habe so viel Wartezeiten. Also ich kann mal die Hashtags vorlesen. Es war Southside 16, Kuscheln im Container und trotzdem Sonnenbrand. Und ich habe es adressiert an Roland Emmerich. Ja, wahrscheinlich nämlich der vom Festival. Ach so, okay. Das kann auch sein. Weil ich bin beim Southside 2017. Also hast du dich vorbereitet jetzt quasi? Sozusagen, also die Leute, die dann hierher kommen, warum denn nicht? Ach so, dann machst du das für alle Gigs? Also es gab früher mal so eine App dafür, aber die gibt's nicht mehr. Also dass das halt irgendwie automatisch Sachen liked. Und die gibt's nicht mehr, seitdem machen wir am Flughafen Zeitvertreib und gucken bestimmte Hashtags durch. Du bist bei den Streamingdiensten auch sehr erfolgreich. Die 50 Millionen Streams hast du bei Please Tell Rosie schon geschafft. Jetzt habe ich neulich gelesen, dass Künstler mittlerweile tatsächlich aufpassen, dass das Intro nicht so lang ist, damit der Song in Playlisten nicht geskippt wird und sie viele Streams kriegen. Achtest du auf sowas, wenn du einen Song produzierst? Nee, eigentlich nicht. Ist dir wurscht? Also ich versuche ihn nicht 5 Minuten lang zu machen. Klar, ist auch fürs Radio. Aber ich halte mich da eigentlich nicht an irgendwelche Benimmregeln, weil meine Intros, sage ich mal, bei den Liedern, die auch im Radio laufen, sind meistens eh nicht so lang. Ich kürze da nichts weg. Ich aber im Radio. du kürzt das dann weg für mich. Du hast auch mittlerweile als Frage zu Wer wird Millionär geschafft. Die Frage war irgendwie so, wer verbirgt sich hinter dem Namen Franz? Franz Zimmer, glaube ich. Oder was andersrum mit alle Deutscher, Farben. Deutscher Künstler, irgendwas. Irgend sowas. Auf alle Fälle, es ging um dich. Mhm. Das ist ja so ein Moment, wo man merkt, scheiße, ich bin echt erfolgreich und bekannt. Was waren deine Top 3 Momente, wo du das wirklich mal so richtig realisiert hast? Sicherlich das erste Mal, als ich auf der Straße angesprochen wurde von jemandem, den ich nicht kannte. Den ich auch zusammenhangslos einfach, spricht mich jemand auf der Straße an. Das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich dachte, wow, okay, cool. War der nett? Ja, sehr nett. Aber es ist schwierig, diese 3 Momente, weil eigentlich ist es so fließend, weil du wächst da so rein. Also ich bin ja nicht von einem auf den anderen Tag erfolgreich geworden, sondern es hat viele Jahre gedauert. Dadurch habe ich nicht so einen Moment gehabt.